So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück zu einem nächsten Video für das Game Odyssey Projekt. Ich probiere es einfach mal aus, gucken, wie weit wir kommen. Und ja, natürlich habe ich nicht nur die Spiele gespielt, die ich jetzt schon gezeigt habe, sondern natürlich auch ein paar Klassiker. Zum Beispiel Grundidee zu der Game Odyssey ist ja, euch so ein bisschen zu zeigen, was habe ich so in meiner Jugend gespielt, was verbindet mich mit dem Spiel, etc. etc. Und da habe ich halt auch ein bisschen Bock drauf und habe mir gedacht, jo, machen wir mal mit GameCube weiter. Hier Super Mario Sunshine natürlich. So, wollen wir mal gucken, ob der Emulator Dingsbums. Ja, super, hat er. Natürlich neue Datei, Start. Super Mario Sunshine habe ich mir gekauft. Habe ich auch mit Freunden ab und zu immer so ein bisschen gespielt. So turnweise, ja, sitzt man da, chillen, zocken irgendwas. Der eine halt hier, jo, jetzt machst du mal das Level durch. Machst mal das Level durch. Und ja, ich bin halt, wie gesagt, heute voll motiviert. War heute Morgen auch schon ein bisschen im Training. Und hab alles halt durchgemacht, durchgepetzt und hab mir gedacht, jo, jetzt aber, jetzt hast du mal richtig Bock drauf. Und von daher, wenn ich schon... Wir sehen uns jetzt das Intro an. Was ist das für ein Schleim? Es bewegt sich. Die Peach... Also, das Spiel geht halt darum, Mario macht halt Urlaub. Und natürlich, wenn Mario irgendwas macht, kann natürlich nicht... Kannst natürlich nicht, wie heißt es? Kannst natürlich nicht, ja. Master Mario, if you would, cross over to that shore ohne and find some Stress halt aufpushen. Also von daher, So, hier natürlich originalgetreu, also fast originalgetreu, hier ein Controller in dem gleichen Layout. Und ja, ich sitze jetzt hier. Ich kann natürlich auch die Facecam ausmachen oder nicht, je nachdem, wie ihr das möchtet. Müsst ihr halt Bescheid geben. Aber ich denke mal, aktuell ist die jetzt nicht so dramatisch oder drastisch. Ich hoffe, ein bisschen Greenscreen, weil der ein paar Falten drin hat. Aber Mario, sei vorsichtig. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. So, wir müssen halt Lexen allem natürlich. Liegt halt. Liegt halt an der ROM, ne? Zum Vorstellen geht's halt nicht anders. Helfen! Die etwas spitzen, wir benötigen Hilfe. Nimm diesen Wasserspritzer und putz das Flugfeld weg. Also die sind irgendwie sauer auf uns. Weil wahrscheinlich einer in unserem Dingsbums. Vielen Dank, dass er sich für dieses Firma, für dieses Gerät der Firma ID Grid GmbH Kunden hat und registrieren. Person wird gescannt und klassifiziert. Person als Mario identifiziert. Browser, Bewohner des Pilzkönigreichs. Registrierung abgeschlossen. Ich bin der Dreckweg 0817. Die neueste Erfindung der iGrid GmbH. Ich stehe zu Diensten. Cooles Gerät, finde ich. Fortfahren mit Benutzereinweisung. So, drücke R, um Wasser zu spritzen. Super. Drückst du R ganz nach unten, bleibst du stehen und spritzt Wasser. Können wir halt hier erst hier mit leicht gedrückt, können wir also müssen wir halt mal gucken, ob das mit dem Emo so klappt. Drück den X-Button, um in die Schwebedüse umzuschalten. Drücke anschließend R, um für kurze Zeit mehr Luft zu schweben. Gut. Ist der Wassertank leer, kannst du nicht mehr spritzen. Super, blöd gelaufen, ne? Der Tank leer, muss er erstmal wieder nachfüllen. Brauchen wir jetzt wieder Tintenfüller. Den Tank auszufüllen, musst du uns was. Du stehst uns Wasser und drückst R. Super, wenn der Tank voll ist, kannst du wieder weitermachen. Also kann man nicht. Einweisung abgeschlossen. Fortfahren. Super, super, super. Nee, auf keinen Fall. Ich kann. Spielen kannst du es leider nicht. So, mit Y können wir hier so ein bisschen rumeiern. Aber das ist jetzt erstmal relativ egal. Ja, das habe ich mir gedacht. Also ich kann wirklich nur R komplett drücken. Der Controller registriert leider nicht, dass ich R nicht ganz drücke.
Das ist natürlich sehr doof. Das ist scheiße. Das bedeutet, dass ich kann das Spiel wirklich nur kurz anzocken. Naja. Ansonsten die Steuerung hier natürlich für Mario fällt mir ziemlich knackig und eigentlich ganz cool. Von daher... mache ich immer ganz gerne. Wenn du A und R halt zeitgleich drückst, kannst du so einen Kotzstrahl halt vorkippen. So, den müssen wir jetzt natürlich in den Mund kippen, dann heult er rum. Also in den Mund spritzen. Oh, dieses Spiel kann, ich weiß nicht, kommentieren in dem Spiel kannst du echt so richtig krass. Ja, das ist halt so Zauberschleim, so wie ich das mitbekommen habe. Und der macht halt immer so, verändert so ein bisschen die Landschaft und ärgert die Leute. Wir müssen die Insignien in der Sonne sammeln, dass wir halt dieses Stativ, ey, dieses Stativ geht halt so auf den Sack. So, die müssen wir halt alle einsammeln. Und ja, gucken wir mal, wie lange wir das machen. Ich mache das wirklich nicht so lange wie bei Harvest Moon, weil da gibt es halt nicht so viel zu erklären. Das ist halt Mario, ne? Speichern und weiter. Und Speichervorgang entfernen nicht die Memory Card. Super duper. Danke, Peach. Ein recht ungewöhnliches Gerät. Das ist eine Art Spritze. Ich heiße Dreckweg 0817. Da kommt jemand. Ja, das ist die Polizei. Kurzform zur Geschichte. Da ist einer mit einem Mantel, der verkleidet sich als Mario. Hat die Stadt halt hier mit seiner Farbe halt dreckig gemacht. Und die denken, wir wären das. Verhandlung ist eröffnet. Wie Sie zweifellos wissen, hat jemand... Sekunde, ich... Hier werde ich mal... Die Anklage wird beschuldigt, durch unser Lebensstil ernsthaft gefährdet zu haben. Ja, weil die Insignien halt abgezogen sind. Wie könnte jemand sich dieser Vorgänge nicht bewusst werden? Obwohl es im Plaza Delfino herrlicher Tag ist, lebt unsere Mitbürger in Angst unter einem dunklen Schleier. Sonnenforscher haben herausgefunden, dass diese Finsternis auftauchte, weil unsere heiligen Symbole, die Insignien der Sonne, ihren Versammlungsort an der Porta Sole verlassen haben. Die Ursache, der Grund dafür ist offensichtlich. Dieses schreckliche Geschmiere ist daran schuld. Ja, hier ein Phantombild, das nach Zeugenaussagen erstellt wurde. Die Wahrheit liegt in der Hand, der Schuldige befindet sich unter uns und ist kein anderer als Mario. Einspruch abgelehnt, die sind halt sauer und ja. Skippen! Skippen! Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Gut. Mario darf die Insel nicht verlassen. Verhandlung ist abgeschlossen. Blöd gelaufen, ne? Aber wenigstens versteht uns der Dreck weg so einigermaßen. Hoffe ich zumindest. Jo. Bei festen Aufnahmen, die ich mit Controller machen kann, würde ich sagen, nehme ich das große Mikrofon, weil man das super hinstellen kann und dann hier Controller interessiert keinen Arsch. Und ja, die Insignien sind der Ursprung der Kraft von Isla Delfino. Ja. Sie versammeln sich in großer Anzahl, aber das Geschmier hat die Insel verschmutzt. Fast alle Insignien sind verschwunden. Es gibt nun keine Kraft mehr. Der friedliche Lebensstil, der die Insel stützt, das ist sehr tragisch. Es gibt nur eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Insignien zurückkehren. Die Insel darf nicht noch schmutziger werden. Der wahre Täter verrichtet sein Werk, während wir hier sitzen und reden. Und du, Mario, wirst wie ein Verbrecher behandelt. Morgen müssen wir alles Bestmögliche tun, um das Problem zu lösen. Nein, auf keinen Fall! Immer geradeaus, du kannst dein Geschmiere nicht verfehlen, Unhold. Als erstes musst du diesen Schandfleck beseitigen. Und denk dran, wir behalten dich im Auge, Freundchen. So, wir können jetzt hier die Oberwelt so ein bisschen sauber machen und unser Zeug halt so ein bisschen machen.
und schalten dann so ein paar Gemälde sozusagen frei, so ein bisschen gehandhabt wie Super Mario 64. Das ist doof mit dem Controller. Das geht mir wirklich auf den Sack. Weil normalerweise hier, wenn du den R locker drückst, kannst du spritzen, während du läufst. Ja, aus diesem Schleim kommen natürlich auch diese kleinen Missgeburten raus. Diese kleinen Lümmel. Können wir es auch dreckig machen. Ja, bevor das Vieh halt auftaucht und hier alles voll kotzt, will ich hier nochmal voll machen. Ich versuche das halt so gut zu hinzukriegen, wie ich kann. Ja, so läuft halt das Spiel, ne? Ist halt relativ einfach, die Gegner. Ja, wenn der Mund zu ist, bringt es halt alles nichts. Dann ist es halt so geschützt. So, wenn wir die besiegt haben, dann kommen diese Säulen halt wieder raus. Diese Denkmäler oder was weiß ich, was da halt alles so versteckt wurde. Da kommt dann halt auch... Da ist halt dieser böse Mario sozusagen und er entführt jetzt die Prinzessin. Mario? Ja, diese, ich glaube, ich kann es halt wie gesagt nur anchecken. Die Steuerung selbst ist kurz, knackig, gefällt mir sehr. Wenn sie halt richtig funktionieren würde, ja. Und deswegen, ja, wir müssen jetzt halt hier an der Oberwelt manchmal für die Prinzessin Peach, dieser Lümmel. Eine Geiselnahme, halte den Entführer mittels. Ja, oh, ist natürlich doof, ja. Ja, es ist echt ekelhaft. Den kannst du so echt nicht kriegen. Wenn das Wasser nur dann reagiert, wenn du halt das Ding komplett runterdrückst, dann ist das alles natürlich. Möchtest du beim Lava-Spritzen drücke er nicht durch. Ja, es weiß das. Aber bringt halt nichts. Missgeburt. Oh, das ist nicht fair. Absolut. Es sollte dir nicht erlaubt sein, Geräte wie diese einzusetzen. Ja, ist halt doof, ne? Er läuft zum Plaza Blanco ihm nach. So. Der macht jetzt hier solche Welten auf, dann kommen wir halt in irgendwelche Sachen rein. Ich zeige euch das einmal und dann hier ein bisschen Wasser und dann Feuer frei, dann können wir halt da rein pushen. Uiuiui. Ah, leck das Wasser, es gibt nichts Besseres. Fahr zur großen Mühle. So, wenn der Boden nass ist, können wir uns hier richtig... Mist. Nein! Ja, hier können wir halt noch ein bisschen die Karte aufsuchen, aber ich muss sagen... Habe ich nie gebraucht. Hält er sich nicht an den Dingern fest? Wir müssen halt hier rüber.
Nee, das geht also nicht, okay. Wird so knackig wie bei Super Mario 64. Ja, man kann halt nicht diese Action machen, wenn eine Funktion halt nicht funktioniert. Normalerweise sollte das Ding uns nach oben führen. Wir stehen im Schleim. So, hoffentlich haben wir Ruhe. Ja, die Anfangsgegner sind alle relativ easy. Jo. Wie aus Zauberhand verschwindet der ganze Geschiss. Aber wir kriegen noch keine. Doch, wir kriegen schon den Insignia, okay. Und da oben ist halt den. Da oben an der Linkspunkt ist halt der nächste. Ja, wir können das auch dreckig machen mit dem Zeug, aber ich weiß halt nicht. Sieht halt aus wie ein Dreckspatz. Ja, an sich so gibt es ein paar coole Level, die gefallen mir so an sich selbst. Ich würde mal sagen, das schickt dann auch. Machen wir das nicht so lang. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Spiel ist eigentlich ganz cool, wenn halt die. Steuerung aufgrund von Emulatorproblemen nicht so gut läuft. Schade. Dafür aber haue ich das ganz gerne ab und zu immer noch mal meine aktuelle GameCube, die hier immer noch unten steht. Da natürlich Original-Controller, da im Schrank die CD. Saugeil. Und naja, vielen Dank fürs Reinschauen. Und ja, wie gesagt, ich habe halt meine Games festgemacht. Und dementsprechend gucke ich mir dann einfach mal an, wie es euch sowas gefällt. Könnt ihr auch mal dazu sagen, was eure Erfahrungen mit dem Spiel sind. Ja, zu sagen, okay, ey, das habe ich auch gerne gespielt. Voll geil, in allem drum und dran. Bei Spielen, wo es wirklich problematisch wegen der Steuerung wird. Kann ich halt leider nicht Let's Play, ne? Blöd gelaufen. Also dann hier. Macht's gut, ich mache jetzt gleich, so wie es ist, weiter die nächste Aufnahme mit einem anderen sehr guten Spiel, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und von daher, haut rein!